Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um den Leuten da drüben zu zeigen, dass wir für Toleranz und gegen Rassismus einstehen. Ich möchte vorab noch eine kleine Info geben, hier vorne, diese Linie zur anderen Fahrbahn. Darf nicht überschritten werden. Ich möchte, dass sich da alle dran halten. Und damit gebe ich das Wort an den Oberbürgermeister. Kürzlich gab mir eine Remscheiderin einen Zettel, auf dem ein Bibelzitat steht. Dieser Zettel liegt bei mir tatsächlich auf meinem Schreibtisch und zeigt mir jeden Tag meine und unsere Verantwortung. Das Zitat, was sie mir mitgegeben hat, lautet: Bringt den Durstigen Wasser, die im guten Land wohnt, und Brot den Flüchtigen, die dem Schwert entronnen sind. Seit Juli erleben wir, dass Flüchtlinge aus vielen Ländern in verstärktem Maße zu uns kommen. Wenn man sich mit ihnen unterhält, erfährt man erschütternde Geschichten von Krieg, Armut und Unterdrückung, von dramatischen Fluchtgeschichten. Das sind die Erlebnisse, die wir tagtäglich auch immer wieder in den Medien hören, lesen und sehen. Diese Erlebnisse bringen die Geflüchteten mit in unsere Stadt. Ich bin allen Remscheiderinnen und Remscheidern sehr dankbar, wie offen sie die Menschen empfangen, die hier Schutz und Sicherheit erhoffen und auch erhalten. Viele Menschen spenden Geld, Ausstattung und Zeit. Sie helfen in den Erstaufnahmeeinrichtungen und in den Übergangseinrichtungen. Sie spielen mit den Kindern, helfen bei der Essensausgabe, laden sie zu Festen ein, gehen mit ihnen zum Arzt oder zu einer Veranstaltung. Mein Dank gilt Daniela Krein und dem Team des BAF. Was die alle gemeinsam zurzeit stemmen, ist wirklich unvorstellbar. Sie sind quasi Tag und Nacht im Einsatz, müssen kurzfristig auf immer wieder neue Herausforderungen reagieren. Und manchmal, ja genau, die haben wirklich Beifall verdient. Und manches Mal müssen die auch auf organisatorische Fehler, die an anderer Stelle, nicht in unserer Stadt passieren, reagieren und sie kurzfristig ausbaden. Ich erinnere an den überstürzten Auszug der ersten Gruppe in der Leverkuser Straße, die wir bis heute nicht vergessen haben und nicht vergessen werden. Ich weiß, dass gerade die Erstaufnahmeeinrichtungen in der unmittelbaren Nachbarschaft auch für Unsicherheit sorgen. Wir tun alles, um den Anliegern diese Sorgen zu nehmen, auch in Kremold im Übrigen. Informationsgespräche und Briefe tragen dazu bei. Natürlich kümmern wir uns auch um das Thema Sicherheit in den Einrichtungen und im Umfeld. Sicherheitsdienst, Ordnungsbehörde und Polizei leisten hier wirklich eine gute Arbeit. Auch denen ein herzliches Dankeschön. Unerträglich. Unerträglich finde ich das Auftreten, die Flugblätter und die Mahnwache von Pro Deutschland hier aus Remscheid. Sie gaukeln den Remscheidern vor, sich um deren Belange zu kümmern, weiß aber, dass sie das Gegenteil tun. Sie polemisieren gegen Remscheiderinnen und Remscheider, deren Familien zugewandert sind. Sie hetzen vor allem gegen die Menschen, die als Geflüchtete zu uns kommen. Sie scheuen sich auch nicht davor, unnötige Angst zu schüren und mit falschen Aussagen Stimmung gegen die Geflüchteten zu machen. Wir sagen dazu Nein. Wir Remscheiderinnen und Remscheider sind und bleiben tolerant. Wir sind und bleiben eine solidarische Stadt. Menschen, die unsere Hilfe brauchen, erhalten sie. Das gilt für alle, die hier leben. Das gilt für Menschen, die von Armut bedroht sind, von Obdachlosigkeit, die ohne Arbeit sind, die alleine leben, die pflegebedürftig sind. Wir verlieren niemanden aus dem Auge. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen und auch weiterhin wahrnehmen werden. Wir sind stolz auf die Willkommenskultur in unserer Stadt. Viele Menschen stehen hier heute zusammen, aus der Politik, aus den Religionsgemeinschaften und Gewerkschaften, den Vereinen und der Bürgerschaft, als gemeinsames Zeichen für Menschlichkeit und Toleranz. Diese Gemeinschaft ist Remscheid, nicht die Veranstaltung, die dort gegenüber um 13 Uhr stattfindet. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Das ist ein tolles Zeichen. Liebe Remscheiderinnen, liebe Remscheider, es freut mich, dass so viele hier hingekommen sind, sodass wir hier alle gemeinsam ein bisschen im Schatten frieren. Wir wissen aus vielen Gesprächen mit Menschen, die vor 80 Jahren Deutschland verlassen mussten, weil sie vom NS-Regime verfolgt wurden. Und sie sind aufgenommen worden in anderen Ländern und haben Unterstützung und Hilfe bekommen. Das haben wir in der SPD nie vergessen.
und wohin eine rechte Gesinnung führen kann. Das haben leider die schrecklichen Taten der NSU und auch die ekelhaften Ausschreitungen in Heidenau gezeigt. Und es ist wichtig, dass wir gemeinsam hier ein Zeichen gegensetzen. Und deswegen freue ich mich, dass so viele hier sind, gemeinsam zu zeigen, dass Remscheid weltoffen und tolerant ist. Vielen Dank. Viele Farben bestimmen unsere Lebensqualität und viele Nationen prägen das Zusammenleben. Die Toleranz der Bürgerinnen und Bürger, ihre Hilfsbereitschaft, ihre Bereitschaft, füreinander einzustehen, ist eine Stärke der Stadt. Die wollen wir pflegen und fördern, weil uns das Leben so lieb ist. Wenn jetzt Tausende in unserem Land und auch Hunderte in unserer Stadt Zuflucht suchen vor Krieg, Terror, Gewalt, Korruption und Armut, dann wissen wir, niemand flieht freiwillig aus seiner Heimat. Es ist schon schlimm gekommen, wenn halbe Völker sich auf den Weg machen. Und wir wissen als Zweites, du kannst gegen Krieg sein, du kannst auch gegen Terror sein, du kannst gegen Gewalt sein, aber du kannst nicht gegen die sein, die davor fliehen. Mit viel Herz, nüchternem Pragmatismus und klarem Verstand hat Remscheid bisher alle, die hierher gekommen sind, aufgenommen. Die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und freiwilligem Engagement der Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt kann sich sehen lassen. Danke allen, die sich beteiligen. Dass noch viel Unterstützung nötig ist, gute Ideen weiter gefragt sind und rechtzeitig für Entlastung gesorgt werden muss für alle, die sich bis an die Grenzen ihrer Kräfte einsetzen und sich manchmal sicher auch überfordern, muss bedacht werden. Wir können alle dazu beitragen. Die Flüchtlinge tun es übrigens auch. Dass Menschen sich Sorgen machen, was aus ihnen jetzt wird, wie sie die Veränderungen in ihrer Umgebung bewältigen können, das ist verständlich. Sie brauchen andere, die ihnen erklären, was geschieht. Sie brauchen Hilfe, vielleicht sogar selber Helfer werden zu können. Da sind wir alle gefragt, in Politik, Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinden, sogar auf Stammtischen. Dass aber eine kleine Gruppe immer wieder Ängste schürt, Sorgen vergrößert und Not übertreibt, ist Gift für unsere Stadt. Der Ausbreitung dieses Giftes widersetzen wir uns energisch. Wir passen auf, denn hinter diesen Ängsten und Sorgen versteckt sich nur Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das Infame ist, dass damit die Flüchtlinge, die Schreckliches gerade hinter sich gebracht haben, erneut erschreckt werden. Sie sollen verunsichert und verjagt werden. Dagegen ziehen wir auf und zeigen Gesicht. Wir sagen pro NRW, pro Deutschland, pro Remscheid oder wie ihr euch gerade nennt. Euer demokratisches Feigenblatt ist zu klein. Dahinter offenbart sich euer Nationalismus. Ihr habt zu wenig Honig gegessen. Eure Stimme krächzt vor Gehässigkeit, Abwertungen und Gemeinheiten. Ihr schätzt nicht, was Remscheid ausmacht. Die Verständigung zwischen den Nationalitäten, das Füreinander-Dasein, eine solidarische Gesellschaft. Unsere christliche Tradition mahnt uns seit Hunderten von Jahren, für drei Gruppen besonders einzustehen. Für Fremde, Witwen und Waisen. Darin sehen wir jetzt auch unsere Aufgabe. Für ein buntes und tolerantes Remscheid. Für ein Remscheid, das Menschen in Not hilft. Für ein Remscheid, in dem mit Herz und Verstand gehandelt wird. Vielen Dank. Ich bin so alt, dass ich mich an eine Situation erinnern kann, in der meine Familie vier Personen geflüchtet sind. Geflüchtet, weil wir einfach nach Hause wollten. Es war Ende des Krieges, 45, 46. Und ich weiß, dass uns damals, das ist so blass in meiner Erinnerung noch, viele Menschen geholfen haben. Das hat sich bei mir im Leben festgesetzt.
und hat dazu geführt, dass ich Menschen, die in Not sind, helfen will und muss. Und deshalb werde ich auch den Rest meines Lebens für Menschlichkeit, für Freiheit, für Hilfe von Unterdrückten eintreten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Furchtbare Kriege, Vertreibung, vor allem in Afrika, Nahe- und Fernost, Menschenrechtsverletzungen und diktatorische Regime, extreme soziale Armut und Ausgrenzung und Verelendungsprozesse sowie Umweltzerstörung zwingen immer mehr Menschen auf unserer Erde zur Flucht. Menschenwürdige Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist eine völkerrechtliche und humanitäre Pflicht, die das wirtschaftliche starke Deutschland und die unser Remscheid in vorbildlicher Weise erfüllt und weiter erfüllen wird. Ein brauner Pöbel will sich heute und hier gegenüber zusammenrotten. Schaut euch dieses Häuflein bitte genau an. Schaut es euch wirklich genau an. Das ist ein Gemisch aus ehemaligen NPD-Funktionären. Das ist ein Gemisch von Huldenpöbel. Das ist ein Gemisch von Hitler-Verehrern und Sitzungsgeldbetrügern. Das muss man sich vor Augen halten. Ich glaube, dass unsere Stadtgesellschaft willens und in der Lage ist, diese Ideologie zurückzuweisen. Flüchtlinge sind herzlich willkommen und erhalten eine würdige Aufnahme, ein faires Asylverfahren und zum Schluss treten wir dann gemeinsam ein für eine grundlegende Änderung in der Außen-, Wirtschaft- und Entwicklungspolitik unseres Landes. Denn wir sollten nicht die Flüchtlinge bekämpfen, sondern wir sollen die Fluchtursachen bekämpfen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Morgen hier mit Ihnen Seite an Seite stehen können, als Vertreter der christlichen Kirchen in Remscheid. Wir sind ein Stück stolz und froh darüber, dass viele Menschen in unserer Stadt so deutlich zum Ausdruck bringen, ja, Flüchtlinge sind hier willkommen. Ich will, dass meine Kinder das auch erleben dürfen, in einer freien und offenen Gesellschaft und Stadt zu leben, mit Menschen, die ganz verschiedene Hintergründe haben. Deshalb stehen wir hier zusammen und uns deutlich machen, wir wollen miteinander, dass diese Stadt eine offene und freundliche und willkommene Stadt bleibt. Damit unsere Stadt so bleibt, ist es wichtig, auch klar zu haben, dass es in dieser wichtigen Frage der Flüchtlinge kein Ja-Aber gibt, sondern dass wir eine klare Position beziehen müssen, dass wir, wo wir auch herkommen, klar und deutlich sagen müssen, diese Menschen sind in unserer Stadt willkommen. Und wir erteilen allen eine Absage, die da anders reden, die Ängste machen, die Hass schüren und Zwietracht bringen. We